Ja, liebe Leute, nach dieser mehr als unnötigen Niederlage, ihr habt das Spiel gesehen, geht's weiter mit dem nächsten Spiel gegen den Tabellenzweiten, Feyenoord Rotterdam. Diese ärgerliche Niederlage in Alkmaar, das tut richtig weh. Geht's jetzt weiter mit dem Duell gegen ja. Entschuldigung. Natürlich. Achso, warte mal, der muss ich wissen. Gegen Feyenoord. So ist es richtig. Ja, deswegen. Ich brauche immer die. Ja, Blake ist halt das Problem, der ist halt Linksfuß und der hat ist die einzige Position auf der Position. So, jetzt muss ich gerade gucken, ob ich da noch irgendwo einen Linksfuß an Bord habe. Ja, hatte ich theoretisch. Boston könnte. Probieren wir es mal auf der Seite, aber es kann. Dann gehen wir mal rein ins Match nach Rotterdam. Er wird heute Oder im gegen Fokus Rotterdam. stehen, denn in den letzten drei Spielen gab es vier Tore. Heute soll es natürlich so weitergehen. Jetzt bei EA Sports. Hallo und herzlich willkommen zu diesem heutigen So, auf geht's. Fans. Ich bin wie gewohnt Wolf Fuß zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann. Werde ich das Ganze für Sie kommentieren. Und wir sind live dabei. Ach, warum ich das, diese Niederlage, die warum ich richtig, die Niederlage. Sah so gut aus. Novo, und jetzt macht er mal ein Tor. 1-0 für den FC Utrecht. Endlich passt so ein Ding auch mal. In der letzten Partie haben sie so haufenweise vergeballert. Dritte Minute 1-0. Ja, den bin ich, wäre ich eigentlich dran gewesen, gerne, wenn ich Corona verkauft habe. Den kenne ich aus meiner Schalke-Karriere, Bürosohn. Mit Marco Richter! Ja, das war nicht gut. Lager gut gehalten. Na, das ist schlecht. Jetzt sind sie am Ball. Heiko. Das macht sie gut, baut das Spiel schön auf. Zieht nach hinten. Und er schießt. Ja, es war irgendwo gerade drum gebettelt. Mit dem ständigen Druck vorher haben sie dieses Tor eingeleitet. Da sehen wir es nochmal. Ja, wie wär's, wenn du da mal mit? Ja, ich lauf halt nicht. Brauchen wir nicht. Klasse Vorstoß, da müssen wir aufpassen. Schön gewagt, spielt da rein. Ball erstmal weg, gute Aktion. Erstmal ist er weg. Komm, 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 der ist weg. Ja, aber es gibt Ecke. Nächste gute Chance da. Sujet. Und. So war. Nächste Ecke kommt, Dubois. Wie darfst du denn? Und Dubois! Doppelpack 2-1. Und nein, ich weiß nicht, warum der jeden warum ein Ball abseits, also kein Abseits gefilmt wird. Warum ist sie? Ja, hallo, sorry, meiner Meinung nach. Na gut, okay, da wurde ich jetzt nicht auf geachtet, aber oben die 21. Sollte jetzt aber im Abseits, aber die
Nur Warbeck hat sich darauf geachtet. Gefühlt war er auch ein paar Meter am Abseits. Ist mir herzlich egal, solange die Bälle für mich fallen. Wenn die gegen mich fallen, rede ich mich natürlich immer auf. Aber es ist meiner Meinung nach auch Abseits. Ich kann natürlich jetzt Feyenoord ein bisschen ärgern. Weil damit wäre Alkmaar, wenn sie gewinnen würden, vier Zähler weg. Wo er heute mal für Karlsbach im Spiel. Ach Alter, nimm doch den Ball einfach nur an und mach das Ding doch. Das sind wieder solche Dinge aus 3 Metern. Ballert er den drüber oder ballert er den vorbei? Das sind ja wieder so Teile, so Tore, die dann am Ende. Aus, Mann. Ja. Glück gehabt. So, das kann es auch eine gelbe geben, daher geben. Ich glaube schon, das war gelb. Also gegen Alkmaar musste gewinnen, das Ding. Weil halt auch einmal mehr war in letzter Zeit am Ende. Jetzt haben wir es mal hin. Jetzt haben wir es mal hinbekommen. 3-1. Utrecht. Nur boah, Dreierpack. Ja, nur boah, Dreierpack sogar. Fraulo. Oh, ganz alleine. Ist es das? Boah, Leute, ey. Warum eigentlich gehen diese Bälle vorbei? Ja, ich habe keine Schusshilfe drin, aber trotzdem ist es ärgerlich. Hau die Kiste einfach nur ins Netz. Gelb. Das ist doch die richtige Entscheidung. Ich musste den jetzt wegsenden, bevor der mir da durchmarschiert. Ich wollte ihn vorher schon weg haben. Voran, also Foran, der Engländer. Weit weg. Tja, West. Ja, wir haben aber noch ein paar Minuten zu spielen, ne? Damit. Und klasse durchgesetzt. Sie rücken schön nach, bieten Sie an. Unerstören, da musst du erstmal gegen ankommen. Ball gewinnen. So, jetzt kommen jetzt wieder zwei Tore Vorrang in die Pause. Scheiße, Glück gehabt. Na, das darf nicht passieren. Oh, Alter, wenn der den läuft, wenn der den mit durchlaufen ist. Boah. Das war der Halbzeitpfiff. Pause 3-1. Komm mal durchatmen jetzt, durch die Pause. Wir führen durch den Hattrick von Novoa mit 3-1. Beziehungsweise zu Hause. Gegen den Tabellenzweiten aus Rotterdam. Oh, schade, dass der nicht reingeht, ey. Pfosten, Keeper, Ecke. Der Ball kommt rein. Ausgespielt, die Chance erstmal vertan. Nächster Versuch.
Redet ja alles. Na, kommt nicht vorbei am Verteidiger da. Diese Durchbrecher, ja, sind immer ganz gefährlich, aber das Gold. Da muss auch durchkommen. Jimenez. An dem ja Eintracht Frankfurt interessiert ist. Klasse Pass. Ja, schlecht gespielt, das Sucic. Der Pass war nicht gut. Ecke. Immerhin. Ecke kommt. Gefahr bereinigt, Ball wird rausgespielt. Corona. Jetzt kommt die Flanke. Ecke. Einwurf. Keine Ecke. Natürlich nicht, aber ist egal. So, diesmal kann kein Abseits sein, weil es kein Abseits gibt. Bei dem Einwurf. Und der wurde richtig gefährlich. Also das ist halt so, wir drücken sogar auf das Vierte. Wir wollen ja unbedingt das Vierte. Tamas Sanyan. Da wäre Platz für einen Konter. Jetzt der Konter über Gallardo, der schön spielt. Immer noch sind da große Lücken in der Defensive. Exzellenter Konter. Och meine Fresse, ey. Nur der Treffer fehlt. Jetzt kotzt mich gerade an, weil wir nicht die Tore machen. Aber es war ein gutes Spiel, ein guter Spielzug. Das war richtig, weil es ein Handspiel war. Also vom eigenen Stimmmann. Da kein Absatz geführt wird, kann ich auch solche Pässe spielen. Und da ist der Ball erstmal wieder weg. Jimenez. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Ball kommt gut. Chance zum Anschlusstreffer. Nee. Nee, Alter. 18 Minuten noch. Ist bloß so, wenn ich das gegen. Jesus. Corona. Gallardo. Gelb. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Oh oh. Das wird aber. Wenn ihr jetzt nicht noch ein. Glück hat, dass er noch weiter kann, weitermachen kann. Könnte was werden? Auf den ist einfach Verlass. Glück gehabt. Sonst irgendwo nervt mich mit dem Abseits. So, Gegenzug. Ballgewinn und Scheller, Gegenzug. Sonst jetzt. Aber solange hat nichts passiert, solange wir die Gegner vom Tor fernhalten, ist es okay. Erstmal. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. 10 Minuten noch, ja. Die noch irgendwie durchatmen. Weiter. Hab dich. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Hab dich, Astralager. Der klar die Nummer 1 ist mittlerweile. Schade. Jetzt wechseln sie hier aus. Das ist gut, sie unterstützen den Ball für den Spieler. Kein Gelb. Nein, 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 nein,
So, jetzt muss ich gerade gucken, ob wir noch irgendwo einen Sechser haben. Gut, Bostowan könnte das theoretisch spielen. Den werde ich einfach auf die Position ziehen. Hassan vorne rein. Da sind jetzt natürlich einige dabei, die vorne, die ein bisschen Luft brauchen jetzt nochmal. Deswegen werden wir jetzt auch die Wechsel, alle Wechsel ziehen. Vielleicht doch nochmal ein bisschen mit Fitness irgendwas auf die Reihe bekommen. Ah, was die Konter noch sitzen können. Nouveau. Ja, der kann vorbei kommen. Und taktisch stellen sie sich denken, die gehen uns zu. Wir haben Nachspielzeit, wir haben es geschafft. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Klasse gemacht. Ja! Den Tabellenzweiten Feyenoord Rotterdam geschlagen. Ein schöner Ligasieg auch in dieser Höhe verdient. War absolut. Ja, wenn du bedenkst, dass du gegen Utrecht eigentlich mehr oder weniger komplett unnötig verloren hast und jetzt den Tabellenzweiten geschlagen hast, davor der Bitterhonigchen gegen Eindhoven, da haben wir gegen drei der Top-Teams sehr, sehr gut performt. So. Gutti. Habt jetzt noch irgendwas? Nö, das ist noch was, ein bisschen was. Da ist noch eine Nachricht irgendwie. Erland möchte mich. Ach, Jesus Gallardo, okay. Fokus auf Energie. Machen wir mal starker Fokus mal auf Energie. Dass der ein bisschen ein bisschen. So, okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Der nächste Gegner ist Fortuna Sittard. Da sind die sogar Tabellen, das sind der Tabellenletzte, ja. Ja, da wieder drei Punkte, das wäre total toll. Dann hätten wir 14 und wären auf einmal voll mit oben in der, im Soll mit drin. Und ob wir das schaffen, schauen wir mal. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge.